Der wesentliche Punkt, den wir als LEAG da beitragen wollen, wir wollen in die Technologie einsteigen und wollen eben eine neue Technologie beherrschen. Ist es dies Jahr noch möglich mit der Tankstelle? Wir haben da die Projektentwicklung soweit finalisiert, dass wir jetzt auch Marktansprachen treffen können. Wir sehen im Cottbus jetzt mal so einen ersten Wasserstoff-Testbus im Hintergrund von der LEAG. Das ist der große Projektpartner sozusagen, um den Wasserstoff später herzustellen mit der Tankstelle hier. Wie weit ist denn dieses Tankstellenprojekt mittlerweile? Naja, wir konnten in den letzten Wochen und Monaten dort wesentliche Fortschritte erzielen. Ganz wichtig, wir haben die Fördermittelbescheide erhalten, die notwendig sind. Es geht jetzt noch um das Thema Busse, aber auch da haben wir fördermittelseitig ganz, ganz wesentliche Fortschritte gemeinsam mit der Stadt, mit dem Land, mit der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH gemacht. Ansonsten läuft die kaufmännische und technische Projektentwicklung. Wir haben da die Projektentwicklung soweit finalisiert, dass wir jetzt auch Marktansprachen treffen können, dass wir auf die technischen Partner zugehen können, die wir für die Realisierung brauchen. Und wir sind dabei, die notwendigen Unterlagen für die Genehmigungsprozesse zu finalisieren. Das würde mich mal interessieren, um das mal begreifbar zu machen, das jetzt zu realisieren. Was bringt denn die LEAG mit als Know-how oder was muss man noch dazu holen? Die LEAG ist im Prinzip in zwei Wertschöpfungsstufen in dem Projekt unterwegs. Punkt 1 ist die Grünstrombereitstellung. Das ist das, worum wir uns kümmern, wo wir schauen, dass wir eben grünen Wasserstoff erzeugen und nicht blauen oder andersfarbigen Wasserstoff. Und der zweite Punkt ist der, wir sind natürlich sehr stark in der Projektentwicklung unterwegs in Bezug auf die Elektrolyseanlagen, also die Herstellung von Wasserstoff. Das ist auch der wesentliche Punkt, den wir als LEAG da beitragen wollen. Wir wollen in die Technologie einsteigen und wollen eben eine neue Technologie beherrschen und eben dort auch die Anlagen betreiben und größer dimensionieren in der Zukunft. Ist es dies Jahr noch möglich mit der Tankstelle? Wir sind derzeit im Plan und wir sind ganz optimistisch, dass wir den Terminplan halten können. Und er sagt Ende des Jahres. Ja. Sie haben heute auch davon gesprochen, dass man gerade durch das Projekt jetzt, ich sag mal, mit als erstes auch viel lernt für den Strukturwandel, was dann eben auch vielleicht noch spätere Projekte angeht. Wie konkret meinen Sie das? Naja, wir bringen mit dem Projekt eigentlich ganz unabhängig von der LEAG an sich und von Cottbusverkehr eine neue Technologie in die Region. Und wir glauben schon, dass das Thema Wasserstoff eine große Chance ist, die eben auch im Energiesektor unterwegs sein wird, aber eben gerade auch in der Mobilität. Und wir glauben, dass wir damit der Lausitz gewissermaßen auch eine neue Technologie als Technologieführerschaft präsentieren können und wir müssen das gemeinsam aufbauen und weiterentwickeln. Ich glaube, vor anderthalb Wochen kam auch die Meldung mit Mitnetz, da gibt es auch eine Kooperation. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist ein nächster Schritt oder das ist ein Ausweiten der Wasserstoffaktivitäten der LEAG. Wir sind dort mit Mitnetz Gas im Speziellen gemeinsam unterwegs und wollen dort auch mehrere Projekte entwickeln. Ein ganz ähnliches Projekt beispielsweise wie das, was wir hier in Cottbus tun, das wird in der Nähe von Lippendorf, von Leipzig passieren, wo wir auch eine Tankstelle für den Mobilitätssektor richten wollen, mit dem Elektrolyseur gemeinsam. Unsere Rolle wieder der Elektrolyseur an der Stelle. Und in der Hinsicht wollen wir natürlich die Erfahrungen nutzen, die wir hier in Cottbus machen im Prinzip und wollen einfach diese Technologie skalieren und wollen im Osten Deutschlands eben einen Beitrag dazu leisten, diese Wertschöpfungsstufen aufzubauen. Gas, gerade das richtige Stichwort in Zeiten, wo wir gerade so eine Spannung erleben. Ne? Das ist so. Im Umkehrschluss sehen wir eigentlich, wie notwendig das ist, viel, viel schneller in das Thema Wasserstoff zu gehen und zeigt uns auch, dass es richtig war und richtig ist, in dem Thema Wasserstoff unterwegs zu sein und auch zu investieren. Dann viel Erfolg für dieses Jahr. Danke.